leider eine bittere 1-2 Niederlage bei der Heimpremiere. Man war zwar vor allem in der zweiten Hälfte die klar bessere Mannschaft, aber warum hat es im Endeffekt nicht gereicht? Nein, im Prinzip hätten wir Tore gebraucht und die haben wir leider nicht geschossen, obwohl wir zum Schluss hätten wir schon 2-3 Möglichkeiten gehabt, dass wir da das Unentschieden erreichen. Und wie du auch schon gesagt hast, die zweite Halbzeit war eh okay. Da muss ja der Mannschaft wieder Lob aussprechen, da haben wir eh alles probiert und so. Leider sind wir halt gestraft worden durch ein Konter da und durch einen Elfer, den was ich nicht gegeben hätte. Und ja, ich muss mir zwar noch mal anschauen, aber da sind beide auf den Ball gegangen und ja, und dann fällt einer. Oder beide sind gefallen und dann kann man keinen Elfer geben, weil der Ball war bei keinem Spieler unter Kontrolle. Und ja, und dann fängt das natürlich an. Dann waren wir ein bisschen verunsichert und so und dann ja. Und dann haben wir eine Zeit gebraucht, bis wir ins Spiel gefunden haben. Und zweite Halbzeit, muss ich sagen, dann hat das eh gut hingehauen. Dann waren wir auch sehr druckvoll. Haben wir auch die Bälle viel mehr auf den Mann gespielt. Vorher haben wir es immer probiert in den Raum, obwohl wir das gar nicht wollten. Und ja, und dann haben wir dieses Spiel halt nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Zweite Halbzeit war dann viel, viel besser, weil wir die Bälle auf den Mann gespielt haben. Und da hat man auch gesehen, dass wir sehr gut kicken können. Leider haben wir halt das zweite Tor nicht gemacht und dann haben wir halt im Prinzip zwei nur hinten gewesen, aber dann haben wir trotzdem alles probiert und alles reingehaut und ja, mit einem Quäntchen Glück hätten wir das Spiel noch auf ein 2-2 hingebracht und leider haben wir das nicht zusammengebracht und deswegen tut es schon weh. Also eine Derby-Niederlage tut immer weh. Wie groß ist die Enttäuschung? Man hat sich da sehr viel vorgenommen fürs erste Heimmatch. Man wollte unbedingt gewinnen. Ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben sehr hart dann in der Woche gearbeitet für das und haben sehr viel geredet über das. Und ja, leider haben wir das nicht so auf den Platz gebracht, wie wir das Ganze gesagt haben. Und das ist halt immer so. Am Platz schaut dann alles anders aus. Und ja, ich sage ja, erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen. Und sind wir bestraft worden und zweite Halbzeit war es okay. Muss ich sagen, zum Schluss war es sehr okay, da waren wir wirklich präsent und so. Da hat mir wirklich nur ein bisschen was gefehlt und ja, aber so ist Fußball. Und jetzt heißt es morgen regenerieren und ja, und ab Montag wieder vorbereiten auf den nächsten Gegner, das Spiel nochmal analysieren und ein paar Sachen ansprechen, was nicht gut waren und ja, wieder natürlich mit 100% ins nächste Spiel gehen. Klar, ich bin auch ein bisschen zusammengehauen, weil ich immer mehr erwartet habe. Und so ist Fußball. Und es ist halt kein Wunschkonzert, sondern es ist harte Arbeit. Und jetzt müssen wir wieder hart arbeiten und natürlich auswärts schauen, dass wir das wieder wegbringen und einfach ein bisschen besser Fußball spielen. Und dann ist wirklich alles drinnen, weil man sieht die ganzen Ergebnisse, dass er jeden schlagen kann. Und ja, warum soll man da draußen nicht gewinnen? Ja, also ich sage einmal, erste Halbzeit war für uns gar nicht gut. Wir waren einfach nicht aggressiv bei den Zweikämpfen. Und ja, es hat einfach, weiß nicht, was mit uns erste Halbzeit los war. Zweite war dann eigentlich eh schon viel besser. Leider haben wir dann auch das zweite Tor gekriegt. Sind zwar wieder zurückgekommen, haben ein Tor geschossen, aber hat dann für Unentschieden oder für den Sieg leider nicht gereicht. Das war eigentlich kein Elfmeter. Der Rosi selber sagt es auch, dass er sich einfach noch fallen hat lassen. Und ja, aber trotzdem gescheit gemacht. Schiri ist drauf reingefallen und hat es leider gegeben. Wäre vielleicht früher der Anschluss gelungen, wäre da noch mehr drinnen gewesen? Ja, das auf jeden Fall. Vor allem jetzt, wo wir das Tor gemacht haben, hat man gesehen, dass da viel noch vor wieder gegangen ist und dass wir auch Chancen gehabt haben. Nur leider haben wir kein Glück gehabt, dass wir noch das zweite geschossen haben. Oder wie gesagt, dass wir vielleicht sogar noch zwei geschossen hätten. Ja, ich sage, es ist das zweite Match, also ist gerade einmal der Anfang. Morgen werden wir Videoanalyse haben, werden wir schauen, was wir falsch gemacht haben, was richtig war. Und einfach Kopf hoch und schauen nächste Woche, dass wir gegen die Juniors gewinnen. Ja, leider, erste Halbzeit waren wir nicht so gut drauf. Also habe ich auch noch ein bisschen eine Nervosität gezeigt beim ersten Spiel. Und ja, wir haben einfach die Bälle nicht an den Mann gebracht, haben zu viel in die Tiefe gespielt. Und ja, zweite Halbzeit, wie du richtig sagst, haben wir super gemacht. Leidenschaft, Wille, da wollten wir es auch zwingen und haben einen Anschlusstreffer gemacht. Leider hat es zum Schluss nicht ganz gereicht, aber auf der zweiten Halbzeit können wir auf alle Fälle aufbauen. Schlüsselszene war sicher die Elfmetersituation. Wie hast du die gesehen? Also meiner Meinung nach, muss ich sagen, war es kein Elfmeter für mich, weil ja, der Stürmer hat sich den Ball zu weit vorgelegt. Also wir hätten locker ablaufen können, dass er da dann reinpfeift. Also schwierige Situation, sage ich einmal. Also aus meiner Sicht klarerweise mit der Kapfenberg-Brille, aber ja, für mich kein Elfmeter. Ja, das zweite Gegentor war ja etwas umstritten. War das Offside? Schwierig zum sagen. Also es hat sehr danach ausgeschaut, weil ich einen Pass in die Tiefe gespielt habe und der Gegenspieler war schon sehr weit vorne. Ja, schwierig zum beurteilen. Es ist leider so schnell gegangen, aber ja, muss man sich dann im Video anschauen. Im Spiel ist schwer zum sagen.
Ja, trotzdem schön gewesen. Das erste Mal zum Spielen in der zweiten Liga. Ja, auf alle Fälle. Also habe ich mich irrsinnig gefreut, dass ich heute zum Spielen gekommen bin. Und ja, vor allem gleich bei der Heimpremiere Steirer Derby. Wie gesagt, leider mit einem schlechten Ausgang für uns, aber ja, war ein super Erlebnis auch. Und da muss ich sagen, auch die Fans, Hut ab, war eine richtig coole Stimmung. Und weil das Wetter war eigentlich katastrophal, aber super, dass die Leute mitgezogen haben. Und leider haben wir uns nicht belohnt mit dem Ausgleich noch, aber nächste Woche gegen die LASK Juniors haben wir eine neue Chance und da wollen wir auf alle Fälle endlich einen Dreier machen. Du hast ja heute in der Früh erfahren, dass du das spielst. Ja, wie ist da gegangen? Warst du ja, am Vormittag ein bisschen nervös oder schon ja, voller Anspannung? Ja, also Anspannung war auf alle Fälle dann da, wie der Trainer mich angerufen hat und gesagt hat, ja, dass ich heute spielen werde. Und ja, ich habe es mir versucht, nicht anmerken zu lassen. Und ja, sage ich mal, erste Viertelstunde war schon ein bisschen, sage ich mal, Neuland für mich. Aber ja, also war schon ein bisschen Nervosität dabei. Das ist ja ganz klar. Man braucht da, sage ich, ein bisschen Nervosität, dass man zu 110% am Platz steht. Und ja, das hat schon so gepasst.